Hallo Leute und einen wunderschönen zweiten Advent wünsche ich euch. Heute ist Nikolaustag und wir haben eine ganz besondere Challenge für euch. Ich bin heute beim Felix zu Besuch und wir haben gedacht, wir drehen euch mal eine kleine Challenge. Und vielleicht könnt ihr es von dem Titel ein bisschen entnehmen. Wir dachten, heute zum Nikolaustag machen wir euch mal etwas ganz Besonderes. Eine ganz besondere Challenge und deswegen gibt es heute eine kleine Überraschung. Ich verrate noch nicht, was es wird, denn ich möchte erstmal von euch wissen, was denn in euren Nikolausstiefeln drin war und ob ihr die denn auch brav nach draußen gestellt habt gestern Abend und ob ihr dem Nikolaus auch brav ein Pakete hingestellt habt. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt verraten wir euch, was es heute für eine Challenge gibt, denn wir haben gedacht, anlässlich der Weihnachtszeit machen wir eine Lebkuchenhaus-Challenge. Und dafür haben wir jeder ein Lebkuchenhaus. Und wir haben hier zwei Lebkuchenhäuser, jeder hat sein eigenes und die werden wir gleich machen. Und dann dürft ihr entscheiden, welches von uns das schönere geworden ist. Dazu werden wir natürlich dann die Verpackung beiseite legen, damit wir nicht hier von der Vorlage gucken können. Damit es wirklich individuell wird, was wir hier machen. Und wir haben auch schon den Zuckerguss vorbereitet in so einem wunderschönen Spritzbeutel. Ich hoffe, das funktioniert, weil der ist irgendwie sehr flüssig. Aber das wird schon halten. Ja, läuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Wir können hier noch die Figuren ausschneiden, aber ich glaube, das machen wir nicht. Ich würde sagen, dann packen wir erstmal aus. Die haben dich sogar auch drauf. Was? Ah. Das ist nicht mal. Das ist jetzt voll kaputt. Tada. So, wir haben hier einmal kleine Deko-Sachen, so Schornsteine. Und Ziegel und Brezel. Lebkuchen übrigens. Da haben wir hier kleine Schokotaler. Smarties. Kleine Schokolinsen. Lebkuchen. Und hier ist der Lebkuchen. Und dann kommt der Rest nämlich jetzt zur Seite. Genau. Genau, dann können wir das hier noch aufpacken. Ey, guck mal, was ist denn mit seinen Gummibärchen? Er hat nur rote und bei mir sind fast nur grüne. Was ist da denn passiert? Vielleicht guck mal, da ist sogar eine Tür. Ja, weil das halt schon vorgegeben wurde. Ja. Guck mal, meins ist voll krumm. Das steht überhaupt nicht. Hä, ja, das ist ja auch für deinen Boden. Da stellst du das Haus drauf. Ja, aber der Boden muss ja auch gerade sein. Da kann man ein bisschen drücken. Soll ich gerade noch ein Messer holen, dass wir hier die Tür einschneiden können? Ja, guck mal. Ja, gut. Ja, fangen wir jetzt schon direkt an? Ja, natürlich fangen wir schon an. Ich habe überhaupt keine Idee. So. Muss mal gucken, wie wir das am besten zusammenkleben können. Das wird jetzt lustig, weil wir müssen uns mit der Spritzhülle ja immer abwechseln. So. Das ist gar nicht so einfach. Das muss ja auch alles hier halten. Es kommt ein bisschen viel raus. Tja, haha. Wir haben vielleicht doch ein bisschen flüssig gemacht. Ja, aber der wird ja noch fest. Oh. Der wird schneller fest, als man denkt. Es muss ja auch am Ende halten. Es darf ja nicht auseinanderfallen einfach. Das ist nicht so. Warte, gib mir den direkt. Ist natürlich auch doof, dass wir hier jetzt nur eine Spritzhülle haben für beide. Warte mal, das passt irgendwie gar nicht. Ah! Oh, der ist lecker. Total süß. Ich schneide schon mal meinen Gummizeug auf, gerade. Ich weiß es nicht. Sag mal. So. Ich habe hier gar keinen Platz mehr. Entschuldigung. Aber gut, Dinge will Platz haben. Soll das Schnee sein? Ja. In meinem Winterwunderland. So. Weit ist gut. Das Haus steht, ne? Das ist schon mal ein Anfang. Meine Haare sind voll mit Zuckerguss. Oh nein. Genau deswegen habe ich mir einen Zopf gemacht. Und es hat doch nichts gebracht. Die Probleme habe ich nicht. Ist schon ganz schön schön, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, wie ich den ganzen Scheiß hier noch drauf kriege. Muss ja nicht alles die ganze Deko. Den Rest wird gegessen, ne? Du hast hier ein Loch im Dach. Jo. Soll das so? Du hast auch ein Loch im Dach. Nee, überhaupt da nicht. Da ist ein Loch. Gleich nicht mehr.
Da kümmere ich mich noch drum. Das ist nicht so ein großes Loch wie dein Loch. Das ist sowieso was. Ich muss das nachher noch im Bus nach Hause transportieren. Mein Haus klebt von unten. Oh, hier könnte man noch mal ein Fenster hinmachen. Hey, wo gibt's denn? Das sind noch keine Fenster, das sind Lebkuchen. Mit Fantasie sind das Fenster. Ich mag diese roten. Die sehen hübsch aus und die sind auch noch super lecker. Fenster, ja. Ja, es gibt viel zu viel Kram, was man hier drauf machen kann. Voll geil. Vor allem haben wir noch die ganzen Schokolinsen. Dann gibt es auch noch hier Brezeln. Soll das denn alles? Brezeln habe ich heute drauf gemacht. Ich schnipp den mal gerade ein bisschen Zucker dazu. Ja Leute, das kann ich nachher wahrscheinlich gar nicht mehr hochheben, weil alles tropft. Ich habe so viel Zuckerguss, dass es gut einfach. Aber der Zuckerguss ist von der Mischung her ganz gut. Irgendwas ist gerade auf dem Boden gekullert. Muss was von dir gewesen sein. Der war auch von mir. Und hier ist ein kleines Bäumchen. Das kann auch hier noch hervor. Ich weiß nicht, was die da haben mit noch Figuren ausschneiden. Wo sollen die denn noch hin? Vorne dran. Scheiße, mir fällt alles ab. Die fallen alle runter. Bei mir hält alles runter. Mir fällt alles runter. Selbst du hast viel zu viel Zuckerguss genommen. Kann das sein? Guck mal, bei mir ist noch nichts runtergefallen. Es hält alles bombenfest. Ja, wer ist hier der bessere? Es geht darum, wo es am Ende schöner aussieht. Mir fällt hier alles runter auf der Seite. Oh, ich habe noch ein Gummibärchen. Oh, ein Herz. Herzförmiges. Das ist ja schön. Meine Katze ist voller Zuckerguss. Aber das stört die nicht. Oh, guck mal, das ist ja wunderschön. Ich finde das super. Ich mag das so total gerne. Endlich mal die Schmarties jetzt. Was ist eingefallen? Ich hab's nur so halb gesehen. Ich freue mich schon drauf, es mir dann nochmal anzugucken. Guck mal, hier bei dir kann man ja noch Zuckerguss vom Tisch klauen. Ja, Claudia, brauche ich Zuckerguss. Ihr seht ja immer nur die eine Seite von meinem Haus gerade. Ja, deswegen habe ich auch nur eine dekoriert. Weil der andere ist völlig leer. Ja, aber du musst es ja dann umdrehen. Nee, du kannst noch eine Seite. Das wurde natürlich nicht gesagt. Das wurde nicht gesagt. Es muss ja insgesamt am hübschesten sein. Die halten mich. Du hast gecheatet. Wo habe ich gecheatet? Nur weil ich es richtig andrücke. Ich bin wunder, dass dein Haus nicht auseinanderfällt. Das wundert mich auch schon. Ja, ich bin fertig. Ich habe mindestens zwei Smarties schon verloren. Im Haus drin sind die bei ihm. Es fällt gerade alles runter bei ihm. Ach, das geht doch gar nicht. Die halten nicht. Wir müssen dann ganz schnell fotografieren, bevor die alle weg sind. Bei mir fällt nichts runter, also ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Wo ist denn deine Tür? Frag die wenn ich. Tür ist. Man muss auch irgendwie in das Haus reinkommen, ne? Okay, bei Felix kommt man nicht mehr durch die Tür ins Haus. Da muss man dann durchs Dach klettern, hier ist nämlich so eine riesen Lücke. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt könnt. Die Lücke ist übrigens nur da, weil der Lebkuchen runtergefallen ist. Ist da hinten auch eine Lücke dann darunter? Ja. Klasse! Ich stell's schon mal hier hin halt. Und dann warte ich auf dich. Eins Martin nach dem anderen fällt hier gerade runter. Du hast gesagt, wenigstens kann man innen drin was finden. Smarties. Auch wenn es zieht. Im Gegensatz zu aber man kann, hat keine zieht. Tür. So. Ich würde sagen, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Besser wird's nicht mehr, meinst du? Nö, besser geht's nicht, meine ich. Ja, dann müssen wir jetzt mal unsere Häuser zeigen. So. Und von der Seite. Und von der Seite. Und dann drehe ich einmal um, dass ihr es noch von hinten seht. Von hinten sieht das so aus. Na, wunderschön. Viel Zuckerguss und Schnee. So. Also mein Haus sieht so von vorne aus mit der Katze hier oben und dann auch perfekt linear. Also das ist schon ein Pluspunkt. Man kann nicht durch die Tür gehen. Von der Seite.
Das heißt, wer es schöner aussieht, nicht wer das praktischere aussieht. Auf der Seite schön weiß, ganz viele Gummibärchen, das ist auch alles synchron. Dann noch auf der letzten. Symmetrisch heißt das. Deine Smarties fallen runter. Und Smarties. Das sind die, die runtergefallen sind. Das müsst ihr euch nicht so lange angucken. Ja, Leute, jetzt müsst ihr in die Kommentare schreiben, welches Haus ihr schöner findet und warum. Ob ihr eher die klassische oder die kreative Variante mögt. Denn einer Smarty ist jetzt gerade unterm Haus, weil er runtergefallen ist. Ich denke, wir werden einfach gleich nochmal Bilder hinten dran schicken, dass ihr jetzt nochmal ein bisschen besser sehen könnt, welches Haus ihr dann besser findet. Also, schreibt es in die Kommentare und ich sag erstmal ciao Leute und bis morgen! Hat nichts verstanden. Du hast es wohl verstanden. Alter!